Hier ist das fünfte deutsche Fernsehen mit dem Tagesschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Na, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Haben Sie gute Laune? Dann bleiben Sie dran. Wir haben 2 Minuten Zeit, um Sie richtig draufzubringen. Die Kritik an unserer Selbstverteidigungsministerin Lamprecht reißt nicht ab, seit sie in ihrem Silvester-Video zwischen Böllern und Raketen erzählte, dass sie durch den Krieg in der Ukraine viele interessante Menschen kennengelernt habe. Das ist ungefähr so, als wenn Gesundheitsminister Lauterbach auf seiner Intensivstation inmitten von röchelnden Covid-Patienten fabulierte, wie er durch Corona mit jedem Atemzug neue Erkenntnisse gewonnen hätte. Frau Lamprecht, wir wissen es ja, Politik ist kein Ausbildungsberuf, aber wenn einer so gar nichts kann, das ist auch nicht schön. Rassismusexperte Sihan Sinanoglu sieht keinen Zusammenhang zwischen Rassismus und Silvesternacht. Unsere Bordstein-Reporterin Wilma Silberstein. Ja, jetzt bringen's alles durcheinander. Jeder Böller hat einen Migrationshintergrund. Ja. Schau mal, der Polenböller, der China-Kracher. Ja, da muss man ein bisschen toleranter werden. Ganz Frankreich ist stolz. Das beste Stück der Franzosen wurde zum Weltkulturerbe erklärt. Aus Paris dazu unser Frankreich-Korrespondent Gilles Leloc. Und natürlich war Emmanuel Macron, unser Präsident, oh du Allmächtige, anwesend. Und sein Kommentar dazu. In diesen paar Zentimeter, den man von Hand zu Hand überreicht, liegt der Geist des französischen Fachwissens. Ja, schön und gut, Emmanuel, aber bald gibt's keine Bäcker mehr in Frankreich. Ja, die Explosion der Strom- und Gaspreise, ja, führen zu einer Pleiten-Tsunami. Also tu was, sonst bald kostet eine Stangenbrot eine Stange Geld. Das Wetter mit Wetterdackel Otto. Das war's für heute. Bleiben Sie übrig.